Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich solche Kartoffelspalten ganz einfach in der Heißluftfritteuse selber machen und somit auch knusprig zubereiten kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal benötigen wir ca. 600 Gramm festkochende Kartoffeln und diese schäle ich jetzt mit meinem Sparschäler hier erst einmal richtig. Wenn du die Kartoffelecken übrigens mit Schale haben möchtest, dann ist das auch kein Problem, dann kannst du diesen Schritt mit gutem Gewissen überspringen. Jedoch solltest du darauf achten, dass du solche kleinen Triebe oder auch unschöne Stellen auf jeden Fall wegschneidest. Ich habe meine Kartoffeln trotzdem einmal alle geschält und nun muss ich diese nur noch halbieren und dann einmal in gleich große Spalten schneiden. Hierfür mache ich immer recht gerne erst so einen Schnitt in der Mitte hier rein und dann kann ich das Ganze auch nochmal von hier außen, ähnlich wie so eine Melone, noch einmal halbieren. Und somit bekommen wir nämlich jetzt auch gleich große Spalten. Die Ecken sind fertig geschnitten, weswegen ich diese jetzt auch noch in ein Sieb hineingebe und das Ganze mal unter fließendem kaltem Wasser abwasche. Hierdurch wird jetzt die vorhandene Stärke auf meinen Kartoffeln abgewaschen, die am Ende einfach verhindern würde, dass sie nicht so knusprig werden. Wenn wir das gemacht haben, gebe ich meine Spalten in eine Schüssel bzw. in einen tiefen Teller und jetzt gieße ich das Ganze einmal noch mit heißem Wasser auf, dass danach die Kartoffelspalten auch mit dem heißen Wasser schön bedeckt sind. Das hat jetzt einfach noch den Sinn, dass sie im Nachhinein durch die verstärkte Kartoffelstruktur noch einmal knuspriger werden. Nach 10 Minuten habe ich das Wasser jetzt wieder abgegossen und nun schütte ich mal meine Spalten hier auf ein sauberes, vor allem noch trockenes Küchentuch und dieses kann ich jetzt nämlich auch noch schön einwickeln, dass ich hier drinnen meine Kartoffelspalten auch ordentlich abtrockne. Wenn sie dann ordentlich abgetrocknet sind, dann gebe ich sie mal wieder in eine Schüssel hinein. Hier kann ich jetzt nämlich das Ganze auch noch schön würzen. Ich habe hierfür einmal einen Teelöffel Salz mir bereitgelegt, außerdem ein Esslöffel an Rapsöl bzw. auch Sonnenblumenöl, das ist hier vollkommen egal. Wichtig ist nur, es sollte ein neutrales Öl sein und dann nach Belieben kann man auch noch etwas Paprikapulver hinzugeben. Das mache ich immer relativ gerne. Danach natürlich nicht vergessen, dass wir es auch noch schön vermischen sollten. Als nächstes verteile ich meine Kartoffelecken jetzt mal in der Heißluftfritteuse so, dass sie nicht allzu sehr übereinander liegen. Das sollte bei mir auf jeden Fall reichen. Und dann gebe ich das Ganze einmal hier rein und schalte es jetzt auf 180 Grad für genau 15 Minuten. Die Zeit ist rum. Ich nehme das Ganze raus, schüttle es einmal etwas hin und her, dass sich die Kartoffelspalten auch schön drehen. Und dann kann ich es wieder in meine Heißluftfritteuse reingeben und stelle es erneut auf 180 Grad für 15 Minuten ein. Insgesamt sind 30 Minuten rum. Meine Ecken hier sind wirklich schön goldbraun und somit auch knusprig geworden. Und bevor ich es vergesse, die Zeit hier kann natürlich bei dir zu Hause auch etwas variieren, je nachdem wie dick deine Kartoffelspalten sind und vor allem auch was für ein Friteusenmodell du hast. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens noch so ein scharfes Küchenmesser, einen Sparschäler oder auch gleich eine neue Heißluftfritteuse zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Utensilien zulegen möchtest, dann einfach mal hier unter dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.